ein schwieriges Spiel am Anfang. Hat man auch gesehen, es war am Anfang schon eng. Aber wir sind dann immer besser ins Spiel gekommen und haben auch wirklich schöne Tore dann geschossen und am Ende des Tages verdient gewonnen. Es ist halt so, dass wir wenig Trainingseinheiten vor dem Ligastart hatten. Und wir brauchen schon die ersten paar Spiele, um reinzukommen. Das hat man auch in der ersten Halbzeit gesehen. Aber je länger das Spiel gedauert hat, desto besser sind wir reinkommen. Und ich glaube, dass auch die Höhe dieses Siegs vollkommen in Ordnung geht. Das ist natürlich eine sehr bittere Niederlage, wobei man muss halt das schon einordnen können. Ich denke, es hat jeder in der ganzen Halle gewusst, dass uns einige Spieler einfach fehlen, ja, dass wir in einer Findungsphase sind. Aus meiner Sicht müssen es nicht Neine sein. Ich glaube, dass wir schon phasenweise gut mitgespielt haben. Ich glaube, dass wir das ein oder andere Tor mehr verdient gehabt hätten. Aber schlussendlich geht die Niederlage natürlich in Ordnung. Ja, wenn man drei Futsal-Nationalspieler hat und es spielt nur einer, dann glaube ich, weiß man, dass zwei berühmte Namen mit Hemelmeier und Meitz einfach fehlen, auch noch länger fehlen, dass uns ein ganzer Block fehlt, weil der Verein diese vier Spieler nicht freigegeben hat. Ja, mit denen haben wir vor der Saison einfach gerechnet, ist leider nicht so eingetreten. Jetzt müssen wir halt schauen und müssen andere Spieler sich dahingehend entwickeln, dass wir die nächsten Wochen einfach eine schlagkräftige Truppe auf den Platz kriegen. Du, wir haben das natürlich ganz deutlich auch in der Kabine angesprochen, dass wir nicht schauen, was da drüben passiert. Natürlich fehlen ihnen extrem wichtige Spieler, aber dafür kommen junge Spieler nach, die sehr hungrig sind, die auch ihren Platz auch in der Mannschaft erkämpfen wollen. Da muss man immer aufpassen. Und das haben wir dann auch in der ersten Halbzeit gesehen, dass sie wirklich gut dagegen gehalten haben. Aber wie gesagt, je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr hatten wir es dann im Griff. Im Unterbewusstsein kann man vielleicht schon sagen, dass das vielleicht wir ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben. Aber wir haben dann gemerkt, dass die Jungen auch Futsal spielen können. Und wo wir dann einen Gang draufgelegt haben, war es dann besser. Und wir haben auch dann die Tore gemacht. Und dann ist, finde ich, auch das Ergebnis in Ordnung. Dennoch ist es so, zwei Spiele, ein Punkt. Heute hat man gelesen, Neuausrichtung, junge Spieler, Spieler aus der Gegend. Muss man jetzt aus der Not eine Tugend machen, wenn so viele Spieler fehlen? Ja, natürlich. Ich meine, es ist halt immer so, dass in Futsal, da wissen wir beide, dass es nicht leicht ist, dass man Futsalspieler lukriert. Ja, es gibt halt kein U19-Nationalteam, es gibt halt auch keinen Jugendwettbewerb, wo halt Burschen dahingehend schon Futsal gespielt haben. Dementsprechend, wir müssen halt den Burschen das Handwerk lernen und dann bin ich guter Dinge, dass das nach einigen Spielen auch fruchten wird. Kann man sagen, Stella Rossa ist in einer Frühform, letzte Woche zwar die Niederlage, aber auch mit einer tollen Leistung und heute ein klarer Sieg? Du, wir haben natürlich die Spiele auch in der Nationalmannschaft komplett aufsaugen können. 9 Spieler von uns waren dabei, das war wie eine Art Trainingslager für uns. Eine super Vorbereitung vor dem Auftakt. Aber man hat letzte Woche schon gesehen, dass es dann auch zu viel war. Zwei Länderspiele, Ligaspiele, Trainings dazwischen. Sie waren körperlich nicht auf der Höhe am Sonntag in Diamant Linz. Das war heute dann viel, viel besser. War heute ja auch etwas Besonderes. Fortuna gegen Stella Rossa. Beide Mannschaften stellen den Gros des Nationalteams. Ja, das stimmt. Leider sind bei denen ein paar verletzt, mit Meitz und mit Hemmel, die leider nicht spielen konnten. Aber ja, bei uns sind auch viele vom Nationalteam und ich glaube, man sieht doch, dass wir viel vom Nationalteam mitnehmen in der Saison. Und ja, wir wollen so weitermachen, damit es auch im Nationalteam besser wird. Für dich als Co-Trainer des Nationalteams bitter, dass Marco Meitz und Dominik Hemmelmeier jetzt ausfallen. Natürlich, ich hoffe, die kommen bald zurück. Das sind Verletzungen, die hoffentlich in 4-5 Wochen vorbei sind. Ja, den nächsten Lehrgang haben wir ja Mitte Dezember. Ich hoffe, dass sie das bis dorthin schaffen. Im Jänner haben wir dann die Auslosung und im April, glaube ich, wenn dann die EM-Qualifikation losgeht, dann sind sie sicher an Bord. Wird nicht leichter, auswärts beim Aufsteiger, der heute ganz knapp aber doch gegen Diamant Linz verloren hat. Also das ist eine ganz schöne Challenge. Interclassian. Ich denke, die ganze Futsal-Bundesliga hat sich dahingehend entwickelt, dass eine gute Liga ist, dass sie immer besser wird. Ich glaube, es gibt kein einfaches Spiel in der Liga mehr, aber wir sind ja auch nicht jetzt ganz so schlecht, wie das heutige Ergebnis scheint. Könnt ihr irgendwie für die Top 6 oder machst du dir da keine Sorgen? Ja, wie ich vorher gesagt habe, die Futsal-Liga, die ist immer stärker geworden. Es kann schon durchaus sein, dass wir die Top 6 nicht erreichen. Unser Ziel bleibt aber die Top 6 und ja, dahingehend werden wir arbeiten. Nächste Woche wartet Tango. Die habe ich mir in der Hollgasse letzte Woche angeschaut gegen Fortuna Wiener Neustadt, haben nur knapp vor Schluss den Sieg aus der Hand gegeben. Auch eine gefährliche Mannschaft, die sehr gute Einzelspieler hat. Also in der Liga ist sehr viel los und man muss immer auf der Hut sein.
Tango ist, würde ich sagen, vielleicht die haben gute Einzelspieler und die gehen auch viel ins 1 gegen 1. Da muss man natürlich aufpassen, aber wenn wir unsere Leistung bringen, dann gehen wir da auch als Sieger vom Platz.